Und Steph, wenn man das so sieht als Team, wie die echt so zusammengewachsen sind in der Zeit, fällt es dir wahrscheinlich noch schwerer, die zu trennen. Ach na klar, das wisst ihr ja auch. Paul, und du bist, glaube ich, mit Abstand die interessanteste Stimme dieses Jahr bei Voice, weil du einfach das erste Mal hier auf der Bühne standest. Aber du machst es so, als wäre es irgendwie ein Klacks. Ne? Das, was du hier schon jetzt gegangen bist, diese letzten Wochen, das ist einfach faszinierend. Vielen Dank. Danke. Juan. Hi. Wir haben viel darüber gesprochen, Augen auf oder nicht. Du hast mich heute angeguckt, während du gesungen hast, und es war schön. Es war nicht aufgesetzt, aber man hat gemerkt, durch die Augen lässt du die Leute auch in dich hinein gucken. Und dabei bist du so bodenständig und so wahnsinnig freundlich und nett zu allen. Die ist es immer wichtig, dass es allen anderen gut geht. Ne? Hauptsache, die anderen beiden sind fein und die sind happy. Und dann kommst du. Das ist so eine feine Eigenschaft als Mensch, dass ich nur dankbar sein kann, dass ich dich kennenlernen darf. Dankeschön. Ahem, du bist in dieser Gruppe mit Abstand der, wenn man sich die Frage stellt, wo will ich hin, du deine Antwort schon am meisten gefunden hast. Und wir haben oft darüber gesprochen, ne, dass das, was um dich herum passiert, nicht wichtiger werden darf als das, was du aussagst. Und ich habe das gespürt, dass du das versucht hast umzusetzen. Und ich meine gesehen zu haben, dass du hier Stück für Stück deine Kraft auch lernst zu kontrollieren, zu entdecken, dich selber kennenzulernen. Und damit machst du dich auch zu einem sehr, sehr besonderen Künstler. Und ich würde mal sagen, das hier ist nur der Anfang. Vielen Dank. Steff, es ist eine schwierige Entscheidung. Es ist krass, ich habe euch dreien die ganze Zeit gesagt, schiebt diesen Gedanken weg, ne? Aber ich wusste natürlich, dass er für mich kommen wird. Ich will es mir selber auch nicht so schwer machen und ich weiß, wir haben uns alle gerne danach noch, ne, weil wir eh schon viel drüber gesprochen haben. Ich würde gern mit demjenigen in die Live-Shows gehen, wo ich einfach glaube, ja, vielleicht hat er das an dieser Stelle dann ein kleines bisschen, einen Millimeter mehr verdient. Und deswegen gehe ich mit Lorne in die Live-Shows. Herzlichen Glückwunsch! Glückwunsch, Halbfinale. Ahem und Paul, danke, dass ihr hier wart bei The Voice of Germany. Das ist euer Applaus. Vielen Dank. Vielen Dank. Ab mit dir. Das ist ein Applaus. Luan Gruber. Ich kann es kaum fassen. Aber. Nein, no, you just. Das ist nicht gut für mich. Ich sollte nicht abgreifen.